Willkommen. Sie sehen, es wird hier schon etwas unübersichtlich, deswegen immer Ordnung schaffen. Ich habe hier mal einen Ordner angelegt, Teil 1, da liegen die Fragen aus Teil 1 drin. Und genauso lege ich jetzt auch einen Ordner an für Teil 02. Ja, bei Teil 02 gehen wir in den Ordner, erzeugen uns eine neue Frage. Die Frage, da soll es um Zahlumwandlungen gehen, und zwar von gemeinen Brüchen oder gewöhnlichen Bruchzahlen in Dezimalzahlen. Show all parts und so, das stimmt alles noch. So, jetzt Question Statement, sagen wir mal Zahlumwandlungen. Schreibe den gewöhnlichen Bruch als Dezimalbruch oder umgekehrt. So, jetzt sage ich aber nicht Dezimalbruch, sondern Dezimalzahl, weil Dezimalbruch könnte man was anderes drunter verstehen. Ich mache hier oben jetzt, damit man das auch mal gesehen hat. Hier oben hat man einiges an Formatierungen. Das könnte ich mal eine Überschrift nennen. Jetzt, damit man nachher auch eine gute Erklärung schreiben kann, werde ich das jetzt sehr, sehr haarklein aufbauen. Und zwar werde ich hingehen und werde sagen, ich brauche erstmal eine Reihe von Variablen. Ich werde mir nämlich den Nenner erstellen, wo ich sicher weiß, wenn so ein Nenner da ist, dann bekomme ich auf jeden Fall einen abbrechenden Dezimalbruch. Und abbrechender Dezimalbruch bedeutet, nur Potenzen von 2 und 5 dürfen auftreten. Und die nehme ich jetzt auch als die Zufallsvariablen, wirklich die Potenzen. Also die Zweierpotenzen, die nenne ich mal P2, das soll eine Zufallszahl sein. Und ich sage, naja, das soll entweder sein, die Zweierpotenz soll sein 2, 3 oder 4. So, das heißt also 4, 8 oder 16 kann da dann nachher bei rauskommen. Und die andere Potenz, die gebe ich auch an, das sind meine Fünferpotenzen. Da habe ich mal etwas sparsamer, da sage ich, die Potenzen sollen entweder sein 0 oder zufällig auch mal 1. So, Zweierpotenzen, was Sie jetzt hier sehen, ich habe hier das mit Beistrichen getrennt und nicht so Pünktchen dazwischen geschrieben. 2, 3, 4, da könnte ich natürlich auch einfach schreiben, 2, Pünktchen, Pünktchen, 4, das läuft genau auf dasselbe heraus. So, jetzt erzeuge ich mir den Nenner. Nenner. Der Nenner soll sein 2 hoch P2 mal 5 hoch P5. So, jetzt ist der hier 4, kaum mal 40, 20, 80, 16. Sie sehen, da sind so einige Möglichkeiten gegeben. Jetzt brauche ich einen Zähler. Der Zähler soll kleiner als der Nenner sein und ich sage mal, es soll auf jeden Fall eine ungerade Zahl sein, damit da ein bisschen was zu machen ist. Ja, wie machen wir denn das? Also sagen wir erstmal Zähler. Wichtig, kein Ä schreiben. Und den lasse ich jetzt mal laufen von random 1 bis Nenner halbe. Und das Ganze nehme ich mal 2, dann ist es auf jeden Fall erstmal wieder eine gerade Zahl und ich ziehe 1 davon ab. Dann ist es auf jeden Fall eine ungerade Zahl, die kleiner als der Nenner ist. So, wenn Sie es mir nicht glauben, ich mache Ihnen hier mal ein paar Zufallszahlen. So schön läuft das. Jetzt haben wir Zähler und Nenner, jetzt machen wir natürlich auch noch den Bruch. Bruch. Der Bruch ist nichts anderes als der Zähler durch der Nenner. Ja, 0,975. Wunderschön. Da haben wir unseren Bruch. Das sieht doch alles ganz gut aus. Wunderbar. Dann werden wir mal unser Fragestatement schreiben. Statement nicht. Wir werden einen Part anlegen. Wir machen einen Gapfill, damit wir wieder die Lücke so schön direkt dahinter stehen haben. In den Gapfill brauchen wir jetzt erstmal unseren Bruch, der angezeigt wird. Frac. Für Fraction und hier rein die Variablen Zähler und die Variable Warnenner. Und dahinter ein hübsches Gleichheitszeichen und dahinter muss jetzt gleich unsere Lücke. Also erzeugen wir unsere Lücke. Die Lücke ist ein Number Entry. Das nennen wir mal Dezimalzahl, weil das ist es ja, was dabei rauskommen soll.
Wir sind mal spendabel, wir geben dafür 2 Punkte. Minimal akzeptieren wir Bruch und maximal akzeptieren wir Bruch. Die richtige Antwort soll angezeigt werden, das Score-Feedback-Item da sein. Die Genauigkeit müssen wir nicht beschränken, weil es ein abbrechender Dezimalbruch ist. Bruch dürfen wir nicht eingeben lassen und wir sind Kontinentaleuropäer. Also lassen wir das als Continental Plane anzeigen, das Ganze. Ja, das sieht ja dann soweit eigentlich schon mal ganz nett aus. Jetzt testen wir mal die ganze Chose. Da haben wir jetzt noch ein Problem. Ich habe die Lücke noch gar nicht eingegeben. Das sollte ich machen. Also wieder hier auf Gapfill in den Prompt herein und hier natürlich dann meine Lücke einfügen. Dezimalzahl. So, jetzt sieht die ganze Sache schon besser aus. Ein Viertel. Boah, das kriegt der Phones gerade noch hin. 0,25. Antwort einreichen sieht gut aus. Probieren wir mal eine andere Aufgabe von der Art. 75 Achtzigstel. Das kriege ich jetzt nicht mehr im Kopf hin. Da hätte ich jetzt mal gerne eine Rechenanleitung. Ja, also wir schreiben jetzt einen Advice, der uns erklärt, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, später wird das mal Aufgabenteil A. Deswegen schreibe ich in Lösung zu A. Doppelpunkt. Eine Möglichkeit ist es, durch schriftliche Division das Ergebnis von Wahlzähler durch Wahrnenner zu berechnen. So, Preview. Ja, so kommt man darauf, was 3/4 als Dezimalbruch ergibt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist es, mit der Umwandlung in einen Dezimalbruch zu arbeiten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Zehnerpotenz finden, die ein ganzzahliges Vielfaches von Wahrnenner ist. Dazu bestimmen wir die Primfaktorzerlegung von Wahrnenner Das ist, so und jetzt bin ich etwas faul, 2 hoch Var P1 C dot 5 hoch Var P2 Punkt. So, schauen wir uns das mal an. Aha, da habe ich hier noch was falsch geschrieben. Das muss natürlich P2 heißen. P2 und P5. 2 hoch 2 mal 5 hoch 0. Jetzt sagt man vielleicht, das sieht nicht so schön aus, aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass da auch mal ein Nuller drin steht. Weil jetzt können wir schreiben, die passende Zehnerpotenz ist dann, wir wählen jetzt die Zehnerpotenz. Ja, welche wählen wir denn aus? Wir wählen folgende aus. 10 hoch irgendwas mit Variablen. So, und zwar das Maximum von P2 und P5. Das ist praktisch, weil das kann man hier tatsächlich berechnen lassen. Max P
P2, P5. Klammer zu. Wir wählen jetzt die Zehnerpotenz Zeno aus, Komma die als Exponent das Maximum der Exponenten von 2 und 5 hat. So kann man das nämlich machen. Also, weil wird die Primfaktor 4, das ist 2 hoch 5, wir wählen jetzt die Zehnerpotenz 10 hoch 2 aus, die als Exponent das Maximum der Exponenten, das ist noch ein Tippfehler, von 2 und 5 hat. Ja, so geht das. Den Tippfehler machen wir da noch raus. Und jetzt können wir noch schreiben, der resultierende Dezimalbruch ist also, ja, was eigentlich war. So, und jetzt müssen wir einmal mal Frack schon mal Frack. So, unten kommt ein var rein. So, und das var, was hier jetzt drin steht, ist 10 hoch Max von P2, P5. Ich schreibe jetzt mal hier temporär eine 1. Da ist noch irgendwo ein Tippfehler. P2, 5. Was stört ihn? Da sollte noch ein schließendes Dollar dahinter. So, ist also ein Hundertstel, das stimmt natürlich nicht. So, jetzt müssen wir noch aufpassen. Also hier steht die Variable mit den Zehnern. Die werde ich mir jetzt einfach mal kopieren in den Zähler. So, und jetzt stimmt das natürlich noch nicht. Das, was hier steht, muss ich jetzt noch teilen durch den alten Nenner. Und davor schreibe ich jetzt mal var Zähler mal das Ganze. Einmal 25 durch 100 für ein Viertel. Und jetzt schreibe ich das unten sogar auch noch so schick hin, dass ich mir das, was hier oben steht, nochmal kopiere. Alles, was hier oben drin steht, kopiere ich mir hier hinten nochmal wieder rein. Und muss jetzt hier Nenner schreiben, weil dann sehe ich wirklich, wie der Dezimalbruch zustande gekommen ist. 5 hat. Der resultierende Dezimalbruch ist also 1 mal 25 durch 4 mal 25. So, jetzt wollen wir das natürlich noch vereinfachen. Ist gleich. Boah. Jetzt wird es langsam unübersichtlich. Hier steht, ich kopiere mir mal die ganze Chose da nochmal rüber. So, habe ich die ganze Chose hier nochmal stehen. Aber jetzt gehe ich hin und werde das vereinfachen. Ist also, ist gleich Frack. So, und jetzt schreibe ich var Zähler mal das alles in eine Klammer. Also hier ist so der ganze Ausdruck jetzt ist in der Klammer. Das wird also alles, was in dieser geschweiften Klammer steht, wird ausgerechnet. Und unten, da kann ich es noch leichter machen. Da lasse ich jetzt das Malnenner und Durchnenner weg. So, jetzt wird das da ausgerechnet. Und jetzt habe ich hier den Dezimalbruch stehen und da könnte ich jetzt noch dahinter schreiben, ist gleich 0,25. Und jetzt wollen wir das vielleicht auch noch als Dezimalzahl haben. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen, hier einfach hinzuschreiben, var Bruch. Warum auch nicht?
View, Preview und wir sehen 0.25. Das ist ein wenig ärgerlich. Das liegt eben daran, dass wir Zentraleuropäer sind. Da müssen wir es uns immer etwas schwerer machen als nötig. Da müssen wir jetzt hier hinschreiben, Format Number, Bruch, Komma und dann EU. Hat nichts mit dem Brexit zu tun. Wir schreiben halt die Zahlen leider anders, als die Leute das in englischsprachigen Raum machen. Und wenn wir das machen, steht da 0,25. Unschönerweise wird das dann ein String. Also da sehen Sie, das ist dann auch keine LaTeX-Formatierung mehr. Aber da habe ich jetzt nicht den Nerv, das noch zu ändern. Das soll mir reichen. Wir haben jetzt sehr viel Mühe da reingelegt, hier so eine Beschreibung, eine Erklärung zu schreiben, was eigentlich die Lösung ist. Das wird man natürlich im Normalfall nicht immer machen, es sei denn, man sagt, das ist jetzt wirklich formatives Assessment, die Leute sollen wirklich eine Erklärung bekommen. Wir könnten ja hier die Erklärung sogar noch weitermachen und könnten sagen, ah, jetzt muss ich diese Zehnerpotenz bestimmen, 10 hoch 2, und jetzt muss ich noch die Zahl bestimmen, mit dem ich das erweitern muss. Aber so tief wollen wir das hier vielleicht mal nicht erklären. Wir haben es jetzt eh schon sehr ausführlich den Leuten erklärt, was passiert. Testen wir vielleicht nochmal, ob das auch wirklich funktioniert. Zahlumwandlung 29. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch hin. 29. Da muss ich also mal 5 nehmen, sind 45 Hundertstel, also 0,45. Würde ich meinen, sollte da richtig sein. Ist auch richtig. Wenn wir auf Antwort aufdecken gehen, kriegen wir hier auch nochmal die ganz lange Erklärung. Man kann entweder 9 geteilt durch 20 berechnen. Eine andere Möglichkeit ist es, mit der Umwandlung in einen Dezimalbruch zu arbeiten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eine Zehnerpotenz finden, die ein ganzzahliges Vielfaches von 20 ist. Dazu bestimmen wir die Primfaktorzerlegung von 20. Das ist noch ein Tippfehler. Das gleich noch korrigieren. Von 20, das ist 2 hoch 2 mal 5 hoch 1. Wir wählen jetzt die Zehnerpotenz 10 hoch 2 aus, die als Exponent das Maximum der Exponenten von 2 und 5 hat. Der resultierende Dezimalbruch ist dann 9 mal 5 durch 20 mal 5 ist 45 Hundertstel, ist gleich 0,45. Wunderbar, das sieht gut aus. Ich möchte noch eben die Primfaktorzerlegung korrigieren. Die Primfaktorzerlegung, dann ist dieser Teil der Aufgabe fertig. So, jetzt will ich mal noch einen zweiten Aufgabenteil haben. Für den zweiten Aufgabenteil bin ich mal etwas fauler, was die Variable angeht. Da werde ich mir jetzt den Zähler zweimal so gestalten, dass ich da einfach sage, ich nehme eine zufällige Zahl, die liegt zwischen 100 und 199. Da sagen wir mal 127 bis 199 wird die liegen und als Nenner nehme ich einfach immer 1000. So, das hätte ich jetzt eigentlich, das sollte ich Nenner 2 nennen, sonst wird oben mein Nenner überschrieben. So, und dann kriege ich meinen Dezimalbruch als Zähler 2 durch Nenner 2. Zähler sollte man richtig schreiben. So, 3 Zweitausendstel. Das, achso, das ist auch noch nicht so toll. So sollte es sein. Zähler 2 durch Nenner 2. So. Gefällt mir immer noch nicht, weil das ist schon vollständig gekürzt, wenn man das dann in einem Bruch umwandelt. Das wollen wir natürlich nicht. Also schreiben wir hier den Zähler noch etwas anders. Den Zähler von 127 bis 199 und das Ganze mal 2. Weil jetzt können wir auf jeden Fall immer irgendetwas kürzen. Und das haben wir gerne. Jetzt müssen wir eine Besonderheit noch machen als Kontinentaleuropäer. Wenn wir den Dezimalbruch anzeigen würden in der Angabe, dann würde er den zwar ganz brav als Dezimalzahl schreiben, also 0.364, aber eben nicht 0,364. Und deswegen müssen wir hier noch was machen. Dezimalzahl nennen wir das und da kann man hereinschreiben Format Number und jetzt gibt es eben verschiedene Zahlenformate und hier die Format Number, die wir brauchen,
ist den Dezimalbruch, Komma EU oder Komma Plain EU, das ist in dem Fall egal. Dann sehen Sie, aha, da wird jetzt so ein String erzeugt, der 0,316 ist. So, jetzt machen wir uns den Part dahin. Also brauchen wir einen zweiten Part. Add another part ist wieder ein Gap Fill. Der kriegt jetzt, jetzt bin ich mal faul und mache auch kein LaTeX. Ich schreibe hier einfach hin Dezimalzahl, weil das ein String ist. Das bringt sonst eh nichts. View, Preview, 0,316 ist gleich. So, dahinter brauchen wir jetzt natürlich noch ein Gap. Den Gap dahin. Das ist ein Number Entry. Als Ergebnis haben wir hier, aufpassen, Dezimalbruch. Dezimalbruch. Und jetzt wird es wichtig. Jetzt müssen wir verlangen, dass der Student, also die Schülerin, der Schüler hier einen Bruch eingibt. Der soll auch reduced sein, also vollständig gekürzt. Fraction Input Hint ist auch hilfreich. Dann weiß der, die Schülerin, wie man das eingeben soll. Für nicht vollständig gekürzte ziehen wir 50% der Punkte ab. Wir geben dem Menschen hier 2 Punkte und die richtige Antwort soll als Bruch angezeigt werden, beziehungsweise Continental Plain. So, jetzt noch wieder in die Angabe herein. Dezimalzahl ist gleich und da noch unseren Gap reingesetzt. Der Unnamed Gap heißt der in dem Moment noch. Das ist auch noch nicht so schön. Da schreiben wir immer in Dezimalbruch. So, jetzt sollte alles stimmen. Ah, na, hier oben steht noch Dezimalbruch. Das wird ein Problem machen. Dezimalbruch muss das heißen. Lücke passt. Jetzt machen wir mal einen Testrun. Okay, 0,382. Jetzt mache ich das mal absichtlich falsch und schreibe hier hin 328.000stel. Jetzt steht hier schon, vereinfachen Sie Ihre Antwort vollständig. Das ist ja eine böse Drohung und die Antwort ist zwar richtig, aber ist nicht vollständig vereinfacht. So, jetzt wollen wir eine kleine Anleitung haben. Ja, dann schreiben wir auch mal die Anleitung. Also gehen wir wieder in unser Advice herein. Das geht jetzt etwas kürzer bei der Lösung zu B. Lösung zu B. Doppelpunkt. Wir können wir ermitteln eine Zehnerpotenz, die so viele Nullen hat wie unsere Dezi, wie unser Dezimalbruch nach Komma stellen, Komma, das ist, da habe ich es mir jetzt leicht gemacht, 1000. Als Dezimalbruch ergibt sich zunächst. So, schauen wir mal, ob er das mag. Ja. War Zähler 2 durch war Nenner 2. Nenner sollten wir groß schreiben. Machen wir mal ein Preview. Ergibt sich zunächst so. Diesen Bruch kann man noch kürzen und erhält dann als Ergebnis. Ja, auf jeden Fall mal var Dezimalbruch. Aber wenn wir jetzt schauen werden, werden wir sehen, da steht 0,316. Das haben wir aber nicht gewollt. Ja, da muss man tatsächlich hier noch etwas hinzufügen. Das ist jetzt etwas umständlich. Und zwar kann man hier ein Zahlenformat angeben. Fraction Numbers.
Dezimalbruch. Und wenn man das macht, dann wird hier tatsächlich der gekürzte Bruch, der vollständig gekürzte Bruch dargestellt. So, jetzt könnten wir noch weiter rumfummeln und könnten sagen, ah, davon den Nenner und so, und dann sagen wir sogar, was hier der gemeinsame Teiler von Zähler und Nenner ist, wenn wir noch eine ausführlichere Anleitung schreiben wollten. Wenn Sie dann jetzt tatsächlich Prüfungen machen, brauchen Sie natürlich nicht so ausführliche Lösungserklärungen. Ich habe das hier nur mal gemacht, weil es uns ja auch um formatives Assessment geht und da wollen wir möglichst genau Lösungsbeschreibungen und da könnten wir das hier noch weiter erweitern. Aber damit diese Videos nicht zu lang werden, sagen wir jetzt mal, damit sind wir zufrieden. So, ich werde jetzt noch mal einen dritten Teil erstellen, wo ich sage, ich habe einen nicht abbrechenden Dezimalbruch. Wie können wir denn das machen? Ja, machen wir mal wieder neue Variablen. Als neue Variable nehme ich mal einen neuen Nenner, Nenner 3. Der Nenner 3, der soll jetzt mal entstehen aus Primfaktoren, die sind random. Ja, was nehmen wir denn? 3 hätte ich gerne, 6 finde ich okay, 7 finde ich okay, 11 finde ich okay, 9 finde ich auch okay, 13 finde ich okay, 15, 17 und 19 finde ich okay. So, das sollen meine sein. 3 finde ich fast ein bisschen wenig, sagen wir mal. Es sollen mal mindestens Sechstel sein. So, irgendeine von diesen Nennern werden wir jetzt erzeugt bekommen. Und damit es nicht ganz so leicht wird, sagen wir mal noch random mal 2, darf er das schon auch noch nehmen. Per Zufallsvariation. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nicht abbrechenden Dezimalbruch erzeugt. Zähler machen wir wieder wie oben. Diesmal werden wir aber eine gerade Zahl nehmen. Zähler 3. So, kopieren wir uns das hier ein. Aufpassen, hier muss jetzt natürlich auch Nenner 3 stehen und dann minus 2, dann haben wir auf jeden Fall eine gerade Zahl. So, da sollten wir zweimal, da könnte 0 rauskommen, das ist vielleicht auch noch nicht so günstig, also machen wir es mal so. Ja, jetzt sieht das aber gut aus. Jetzt erzeugen wir da keine Probleme. Oh, jetzt sollten wir vielleicht auch noch den Bruch wieder erzeugen. Also noch eine neue Variable, die nennen wir Bruch 3. Den Bruch 3, den haben wir den Zähler 3 durch den Nenner 3. So, das ist also 4 Siebtel. So, und jetzt brauchen wir mal was Gerundetes. Also wir wollen den gerundeten Bruch haben. Was muten wir den Schülern in dem Alter zu? Sagen wir mal. Ja, 3 Nachkommastellen ist doch vielleicht ganz gut. 3 Nachkommastellen von diesem Bruch könnten wir doch mal akzeptieren. Ja, machen wir das. Also machen wir noch eine neue Variable, die nennen wir Bruchrund. Ja, Bruchrund ist und das Runden geht hier mit Praground, heißt der Befehl. Das ist Bruch 3, Komma. Und ich mache jetzt mal 4 Nachkommastellen. Ich mache jetzt mal 4 Nachkommastellen. Warum zeige ich Ihnen gleich? Bruch 3 und der auf 4 Nachkommastellen gerundete Bruch. So, jetzt müssen wir natürlich noch unseren Part wieder erzeugen. Da sehen wir hier die Parts. Der ist ja so ähnlich wie der A-Part, also kopieren wir uns den mal und haben den ja als C-Part. Jetzt können wir nicht hier einfach hingehen und so ein bisschen herumwuseln, Zähler 3, und dann kommt die Ergebniseintragung, ist die Dezimalzahl. So, das stimmt noch alles, aber das Ergebnis bei der Dezimalzahl stimmt natürlich nicht, sondern, ja, was akzeptieren wir jetzt eigentlich? Jetzt akzeptieren wir hier Bruchrund. Und Bruchrund. Und jetzt bin ich mal ganz, ganz, ganz gnädig und sage, ich akzeptiere als Bruchrund nach oben noch plus 0,1235. So, wenn ich das nicht mache, wenn ich das noch akzeptiere und hier akzeptiere ich Bruchrund minus 0,1235.
5, dann akzeptiere ich auch, wenn falsch gerundet wird. Also ich bin ein sehr gnädiger Lehrer und akzeptiere beim 3 Nachkommastellen auch das falsche Runden. So, jetzt muss ich hier die Präzisionen noch angeben. Die Präzision ist 3 Nachkommastellen, akzeptiere ich. Ich verlange keine abschließenden Nullen. Das ist hier auch sinnlos. Ich gebe einen Präzisionshint und für die falsche Rundungsgenauigkeit ziehen wir mal 50% ab. So, und jetzt Continental Plane. Passt noch alles? Passt noch alles? Als Bruch darf man natürlich wieder das Ergebnis nicht eingeben. Ne? Dann kriegen wir hier Probleme. Bruch rund. Schauen wir auch noch mal, ob das wirklich so hieß bei der Variable. Nicht, dass wir uns da verschrieben haben. Bruch rund passt auch. Der Part sieht soweit fertig aus. Ich gehe noch mal auf die Lücke. Dezimalzahl ist einzugeben. Vielleicht nenne ich das noch mal ein bisschen anders, gerundet, damit die Teile auch wirklich überall verschieden heißen. So, aha, hier wird gerundet eingegeben von Zähler 2, Zähler 3. Machen wir uns noch mal eine Vorschau. 4/7 gerundet. Ja, so, okay, dann gehen wir mal hin und schauen uns das mal an. Unsere Gesamtaufgabe, Testaufgabe, 20/38 gerundet auf 3 Nachkommastellen. Naja, da bin ich jetzt wieder faul. 20 geteilt durch 38 ist gleich 0,526 auf 3 Nachkommastellen. 0,526. Schnitt einreichen sieht gut aus. Und jetzt mal, was ich Ihnen zeigen wollte, falsch gerundet. Also hier wird sogar eine Toleranz von 0,1 jetzt akzeptiert. Aha, da aber nicht. Das falsche Runden nach oben wird in diesem Fall akzeptiert. Weil ich hatte ja eigentlich 0,5263 und wenn ich das jetzt aufrunde, wird das Ergebnis immer noch akzeptiert durch diesen Aufschlag, den ich gegeben habe. So, jetzt könnte ich dafür wieder eine Anleitung schreiben. Ist ein bisschen langweilig, weil hier fällt mir als Anleitung wirklich nur ein, man führt die schriftliche Division durch. Wir können das der Vollständigkeit halber natürlich dann auch nochmal dazu schreiben. Also gehen wir in unseren Advice, dann haben wir es ganz fertig. Lösung zu C. Hier musst du die schriftliche Division, das ist noch fett, das wollen wir nicht, bis zur 4. Nachkommastelle durchführen und dann passend auf- oder abrunden. Mehr Advice kann man hier eigentlich nicht geben. Das heißt, unser Beispiel ist soweit fertig. Wir könnten jetzt hier noch wieder reinschreiben, Aufgaben zur Umwandlung von Brüchen in Dezimalzahlen und umgekehrt. So, und damit haben wir uns alles angesehen, was es zu diesem Thema anzusehen gibt. Man kann natürlich auch Additionsaufgaben erstellen und sonst noch verschiedene Sachen machen. Ich gehe jetzt wieder hin und sage Assess, okay, die Aufgabe ist soweit fertig, die wird jetzt gepublished. Damit ist die öffentlich und ich sage auch, die ist ready to use. Und damit ist diese Aufgabe fertig und für Sie in dem entsprechenden Projekt auch einsehbar. Schauen wir sie uns zum Abschluss nochmal an. Das ist das Beispiel Zahlumwandlung. Probiere eine andere Aufgabe von dieser Art, erzeugt uns andere Werte. Antworten aufdecken, erzeugt uns die passenden Ergebnisse und auch die Lösungshinweise, mit denen wir uns bei diesem Teil hier sehr viel Mühe gegeben haben und was auch fast die meiste Zeit beansprucht hat. Das heißt, wenn Sie einfach nur eine Quizaufgabe stellen, wo Sie dann schauen wollen, was dabei rauskommt, können Sie sich viel weniger Arbeit machen. Wenn Sie den Schülern formativ auch etwas zeigen wollen, wie es geht, dann muss man sich halt ein bisschen mehr Arbeit machen und da hilft es dann auch so ein bisschen, sich auszukennen, wie man in Techta diese Ausdrücke schreibt. Das war's mit dem zweiten Teil.